Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr einen L2TP-VPN-Server auf eurem USG einrichten könnt. Zunächst gehen wir auf den Unify Controller. Ich habe den hier schon mal geöffnet und dann würden wir einmal alles vorbereiten. Wir gehen dann erstmal in die Einstellungen und würden jetzt zunächst den Radius-Server einrichten. Wir gehen einmal auf Dienste. Wir haben hier einmal Benutzer und Server. Der Server ist schon aktiviert. Wir würden uns einmal jetzt einen Benutzer anlegen. In meinem Fall jetzt einfach mal meinen Namen. Genau, andere Sachen müssen nicht eingetragen werden. Gehen auf Speichern, dann haben wir den Benutzer schon angelegt und jetzt würden wir einmal das Netzwerk anlegen. Gehen wir einmal auf Netzwerke, neues Netzwerk erstellen. Gehen einmal auf Remote Benutzer VPN, das nennt sich einfach jetzt mal VPN-extern. Dann klicken wir auf L2TP. Dann fragt er nach dem Pre-Shared Key, der wird benötigt, damit wir uns dann verbinden können. Dann fragt er nach dem Netzwerk, da machen wir einfach mal 10. 10, 50, 1, slash 24, ist ein bisschen groß, aber das passt schon. Dann als nächstes wählen wir noch das Radiusprofil aus, damit er die Benutzer auch erkennt. Wir haben hier auch noch die Möglichkeit, für die Side-to-Side-VPNs auch noch eine Berechtigung zu machen, dass, wenn sich jemand verbindet, auch automatisch zu den anderen Standorten verbinden kann. Das brauchen wir aber in diesem Fall nicht. Dann gehen wir einmal auf Speichern. Jetzt dauert es ein bisschen, bis das synchronisiert ist. Das können wir uns nämlich einmal kurz anschauen. Wir gehen nämlich einmal auf Geräte und dann sehen wir hier, das Gerät wird provisioniert. Dann dauert das ein bisschen. Während er hier noch provisioniert, würde ich euch schon mal die Vorbereitung zeigen, um euer Mac und ein Windows-System mit eurem VPN zu verbinden. Dafür habe ich mein MacBook einmal mit dem LTE-Hotspot des iPhones verbunden, damit wir eine externe Verbindung aufbauen können. Legen wir das auf die Leiste, gehen einmal in die Systemeinstellung, gehen auf Netzwerk und dann haben wir einmal das WLAN, was ich eben schon gesagt hatte. Das ist nämlich das vom iPhone. Und dann gehen wir einmal auf Plus, geben VPN ein, gehen auf L2TP über IPsec, nennen es VPN USG, gehen auf Erstellen, geben einmal die Serveradresse ein, geben einmal unseren Benutzernamen ein, dann natürlich das Kennwort, was wir eben angelegt haben. Gehen auf OK, wenden es einmal kurz an, dann hat es gespeichert, dann schauen wir kurz nach, ob er fertig konfiguriert hat. Korrekt, hat er fertig konfiguriert. Dann gehen wir einmal auf Verbinden, schauen uns an, ob das sich verbindet. Perfekt, verbunden und wir haben die erste IP-Adresse aus diesem Bereich. Perfekt. Habe ich in dem Fall getestet über LTE. Ihr könnt das natürlich auch machen, LTE-Hotspot oder eine externe Quelle. Perfekt, dann trennen wir das hier mal wieder und dann zeige ich euch das nochmal an einem Windows-System. Da habe ich extra eine virtuelle Maschine aufgesetzt für euch, um euch das einmal zu zeigen. Dann gehen wir einmal kurz in das Windows-System rein. Da läuft es ähnlich ab. Gehen wir auf Windows, gehen auf das Zahnrad für die Einstellungen. Genau, das ist jetzt egal. Gehen dann einmal auf Netzwerk und Internet. Da habe ich nämlich auch das WLAN-Signal durchgeschliffen. Das wollten wir nicht öffnen. Und dann gehen wir einmal auf VPN. Genau, dann wählen wir unseren Anbieter aus. Das ist Windows intern. Wir machen wieder VPN USG. Dann die Serveradresse ist wieder das gleiche, Gandalf. Schaut sie mal video.de. Dann natürlich der VPN-Typ, in dem Fall L2TP IPsec mit vorinstalliertem Schlüssel, das ist der Pre-Shared Key. Den geben wir hier einmal wieder ein. Und natürlich unseren Benutzer wieder und das Kennwort. Gehen wir einfach auf Speichern.
Und gehen einmal nochmal in die Adapter-Option. Gehen dann einmal hier per Rechtsklick drauf. Eigenschaften. Gehen hier auf Sicherheit. Und gehen hier auf folgende Protokolle zulassen. Da muss dieser Haken drin sein. Dann auf OK. Dann wieder zurück. Dann nochmal drauf. Verbinden. Und wir sind verbunden und haben ebenfalls wieder eine extra Netzwerkverbindung. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Wir gehen wieder auf Adapteroption, dann können wir uns das einmal kurz anschauen. Und wir sehen in den Details, wir haben wieder eine IP-Adresse bekommen. Genau, ursprünglich ist aus dem Netz, das wäre in dem Fall das vom iPhone. Und wir haben hier die Adresse und hier ist die Zieladresse, das ist in dem Fall die externe IP-Adresse von meinem Anschluss aktuell, die sich aber immer ändert, deswegen der DynDNS. So, dann hätten wir das nämlich schon mal gemacht. Dann gehen wir hier nochmal auf Trennen und dann wären wir für die Einrichtung des Remote VPN bei eurem USG fertig. Bei Fragen unten in den Kommentaren für einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Dankeschön!